Hallo, habt ihr auch Lust zu tanzen? Dann starten wir gleich gemeinsam. Und zwar haben wir heute ganz viele schöne Ideen wieder für euch zusammengestellt für die Kinder von allen Altersklassen. Viel Spaß beim Üben. Hey, meine lieben Tanzmäuse, wir holen uns heute unsere ganz große Lieblingsbiene nach Hause. Und zwar unsere Biene Maya. Erinnert ihr euch noch? Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Und zwar brauchen wir natürlich Biene Mayas Flügel. Und die Arme gehen von oben nach unten. Fliegt mal eine Runde mit mir. Das macht ihr super. Habt ihr schon eine Biene draußen gesehen bei irgendwelchen Blümchen? Die fliegen bei mir auf jeden Fall überall ganz viel herum. Okay. Und Biene Maya freut sich so sehr und macht immer Schubidu und Schubidave. Und zwar macht sie einmal Wollewickeln auf der einen Seite und einmal Wollewickeln auf der anderen Seite. Okay, wir starten nochmal. Also, wir fliegen eine Runde. Dann haben wir einmal unser Schubidu und Schubidave. Okay, prima. Und jetzt freut sich Biene Maya so sehr, dass sie sich einmal komplett drehen möchte. Und dazu nehmen wir die Arme einmal raus. Und ihr dürft euch überlegen, ob ihr links oder rechts rumdrehen möchtet. Eine ganze Drehung dürft ihr einmal mit den Armen herauswagen. Und wieder tanzt sie Schubidu und Schubidu. Okay, nächste Runde. Arme nach oben, denn sie winkt einmal euch zu von allen Seiten. Und was passiert danach? Richtig, Schubidu. Und Schubidu. Ganz genau. Jetzt springt sie auch noch vor Freude bis zur Decke und macht wieder danach Schubidu und Schubidu. Und jetzt dürfen wir einen Arm nach vorne nehmen und einen zweiten. Und sie singt, weil der Tag heute so schön ist. Und dann können wir wieder von vorne starten. Okay, wir probieren das mit Musik aus. Und jeder klatscht mit und lacht und so ganz ungehemmt. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Üben und weiteres Trainieren. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch natürlich einen Wellenboost zu schicken. Und den schicke ich euch einmal. Wir trommeln einmal ein bisschen mit den Fingernägeln auf den Boden oder mit den Fingerspitzen und machen eine Tschüsswelle. Viel Spaß, ihr Lieben, beim Ausprobieren.